Ja, wir sind heute bei den sogenannten Matrizen. Diese Problematik gilt eigentlich mehr für unsere BWLer. Wir wissen, dass für die Matrizen verschiedene Rechenoperationen möglich sind. Wir können Matrizen addieren, wir können sie subtrahieren, wir können sie multiplizieren und wir können von den Matrizen einmal die transponierte bilden. Und dann auch die Inverse. In früheren Leistungskursen des Schulunterrichtes, in der 13. Klasse noch, haben wir das alles betrachtet. Heute ist es nicht mehr dabei. Ich will deshalb einmal ganz kurz den Begriff der transponierten Matrix zeigen. Ich gehe mal aus von einer M kreuz N Matrix. Die wäre also A11, A12, A1n. Das heißt, die hat n Spalten und soll m Zeilen haben. Die letzte Zeile wäre also am1, am2 bis amn. Das wäre eine Matrix und vielleicht nochmal zur Erinnerung, eine Matrix ist nichts anderes als ein Zahlenschema. Die hat also keinen Wert, im Gegensatz zur Determinante nachher. So. Matrizen werden im Allgemeinen mit großen lateinischen Buchstaben, mit großen Buchstaben bezeichnet. Noch zu meiner Studienzeit haben wir dort Frakturbuchstaben benutzt. Da wurde das A dann zum Beispiel so angegeben, aber gut, zeichnen wir gar nicht mehr, also Frakturbuchstaben. Okay, so jetzt die transponierte bilden. Bei der Bildung der transponierten Matrix werden eigentlich nur Zeilen mit Reihen vertauscht. Also wir haben hier die erste Zeile. Die erste Zeile wird zur ersten Spalte. A11, A12 bis A1n. Die zweite Zeile wird zur zweiten Spalte. Und die mte Zeile wird zur mten Spalte. Und diese Matrix heißt dann die transponierte Matrix und diese transponierte wird gekennzeichnet mit A hoch T. A transponiert wird es gelesen. Ich habe zwei Beispiele für euch hier einmal angeschrieben. Die Matrix A habe die Elemente 1, 2, 3, 4, 5 und dann 1, 3, 5, 2, 4. Das wäre also eine 2-5-Matrix, die transponierte, wie gesagt, die erste Zeile wird zur ersten Spalte, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, die zweite wird zur zweiten Spalte, bang, damit haben wir die transponierte. Noch ein kleines Beispiel, eine 3x3-Matrix. Da haben wir 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 5, 6. Die transponierte wieder erste Zeile zur ersten Spalte. 1, 2, 3, zweite zur zweiten Spalte. 1, 3, 5 und 2, 5, 6. Für uns kein Problem, denke ich mir. Das ist Pipifax. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch, wenn ich von der transponierten Matrix wieder die transponierte Bilder, dann erhalte ich die Ausgangsmatrix. Kann jeder mal probieren, wenn ich diese transponierte wieder transponieren, sind wir wieder bei der Ausgangsmatrix. Bisher. Yeah.